Hallo, ich bin Bernd von wasserspatz.de und heute besuchen wir den Wild- und Wanderpark Sils. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Es ist Mitte April und es ist noch recht frisch. Der erste Höhepunkt ist natürlich das Füttern der Ziegen. Und die erste Enttäuschung. Die öffentliche Wolfszitterung findet nicht statt. Da wir pünktlich zur Fütterungszeit am Wolfsgehege sind, warten wir eine kurze Zeit. Die Wölfe scheinen auch auf etwas zu warten. Und wir haben Glück, die Wölfe werden doch gefüttert. Vielleicht nicht so spektakulär wie sonst, aber immerhin bekommen wir die scheuen Tiere zu Gesicht. Ganz schön vorwitzig, diese Krähen. Jetzt geht es weiter. Die Wisente sind als nächstes dran. Im nächsten Gehege finden wir die Pferde. Als nächstes ist der Uhu an der Reihe. Sie sind mit einer Spannweite von bis zu 1,70 Meter die größten Eulen der Welt. Leider bekommen wir nicht mehr als dies zu Gesicht. Der Steinkauz ist leider nur schlecht zu erkennen. Auch ohne Kamera konnten wir ihn kaum sehen.
dann geht es noch durch das Dammwildgehege. Jetzt sind wir beim Rotwild und den Mufflons angekommen. Nun kommen wir so langsam zum Ende unseres Besuches des Wild- und Wanderparks Sils. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und tschüss bis zum nächsten Mal.